Was macht denn WindowsArea.de eigentlich mit einem Android-Smartphone? Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir Huaweis neuestes Flaggschiff-Smartphone. Das ist das Huawei P10 Plus. Und wieso wir das hier auf unserem WindowsArea.de-Kanal haben, das liegt daran, dass wir gefragt worden sind, ob wir das testen wollen und normalerweise entweder wir antworten gar nicht drauf oder wir sagen nein, danke, wir testen das einfach nicht, weil das irgendwie nicht in unseren Aufgabenbereich gehört. Und bei dem Smartphone habe ich aus irgendeinem Grund einfach eine Ausnahme gemacht. Gibt eigentlich nichts Spezielles, was jetzt dieses Gerät auszeichnen würde gegenüber einem Samsung Galaxy S8 oder irgendeinem anderen Flaggschiff-Smartphone mit Android. Diese Microsoft Experience, die will ich einfach unter Android mal testen und das mache ich auf einem aktuellen Top-Smartphone. Das hier ist die Verpackung, die ist ja recht schlicht, würde ich auch ganz als edel bezeichnen eigentlich, so wie man es hier aufklappt und dann kommt man auch direkt zum Smartphone. Das hier ist das größere Modell der beiden Huawei-Flaggschiffe. Das ist das Huawei P10 Plus. Das hat einen eigenen Prozessor von Huawei, das ist der Kirin 69, ein Octa-Core, der es mit den aktuellsten Flaggschiffen von Qualcomm eben aufnehmen soll. Ansonsten haben wir hier ein 5,5 Zoll 2560x1440 Display. Hier auf der Rückseite haben wir zwei Kameras von mit Leica-Linsen. Ich glaube, eine hat 12 Megapixel, 64 GB Speicher und interessanterweise 6 GB Arbeitsspeicher. Der ist eigentlich zu nichts anderem gut, als dass er tatsächlich das Smartphone schnell machen soll. Und ich denke auch, im Alltag wird das wirklich gut zum Multitasken sein. Eine spezielle Funktion hat das ansonsten nicht, soweit ich weiß. Sowas wie Samsungs Continuum-Klon zum Beispiel, wo mehr Arbeitsspeicher auf jeden Fall von Vorteil ist. Nein, das ist ein ganz normales Android-Smartphone, das mit Android 7 ausgeliefert wird und ab sofort auch erhältlich ist. Soweit ich weiß, für etwas unter 700 Euro. Ja, von der Hardware sehr hochwertig. Wir haben hier auf der Rückseite ein Metallgehäuse, oben diesen typischen, wie soll ich sagen, ja, Kameraverglasung hier rundherum. Ist ein schönes Design, ein bisschen erinnert es mich an das iPhone. Es ist ziemlich dünn, recht groß, aber für 5,5 Zoll liegt es meiner Meinung nach ganz gut in der Hand. Und dann schalten wir das mal an. Soweit ich weiß, ist das hier ein LCD-Display, also ein IPS-Display. Kein AMOLED, aber dafür sind die Schwarzwerte sehr ordentlich, wenn man es hier sehen kann. Insgesamt muss ich sagen, fühlt sich das Gerät echt gut an. Ja, das läuft mit Android 7, aber einer eigenen ROM sozusagen von Huawei. Das ist das EMUI. So, die Tastatur. Das ist zwar SwiftKey, aber also auch ein Microsoft-Produkt eigentlich. Aber auch SwiftKey ist wirklich nicht vergleichbar mit der Workflow-Tastatur von Microsoft, würde ich sagen. Die Vibration gibt es weiterhin als Feedback sozusagen beim Tippen. Braucht es meiner Meinung nach nicht. So, und dann mit dem Google-Account anmelden. Ja, bei der Displaygröße lässt sich auf jeden Fall sehr gut tippen. Ich habe auch gar kein Problem damit. Display reagiert logischerweise gut. Okay, ich kann das Smartphone hier mit einem Pin schützen. Das machen wir dann gleich. So, das behalte ich natürlich ganz geheim. Mein Geburtsdatum, das gar keiner erraten kann. Huawei-ID. Ungern. Okay, was mich ein bisschen nervt jetzt, ist, dass ich von diesem standardmäßigen Google-Screen, den ich von der Einrichtung auch kenne, beispielsweise bei einem OnePlus-Smartphone, jetzt zu dieser anderen Experience daherkomme, die jetzt echt ganz anders aussieht. Okay, das ist cool, dass das herzeigt, wie ich den Finger halten soll. Okay, das ging recht flott. Die Icons, ja, muss ich sagen, sind jetzt nicht so meins, aber soweit ich weiß, gibt es auch Themes, womit man hier alles bearbeiten kann und einstellen kann, wie man das will. Was ich eigentlich normalerweise als erstes mache, ist, ich lade mir die ganzen Microsoft-Apps herunter, von Word bis hin zu allem Möglichen, was von Microsoft kommt. Dazu gehe ich in den Play Store, suche irgendein Microsoft-Programm. Und ja, hier ist der Arrow Launcher. Der, muss ich sagen, gefällt mir auch wegen
einer Sache wesentlich besser als eigentlich ziemlich alle Android-Launcher, und das liegt daran, dass ich dann eine Wunderlist hier auf der Seite habe, wo ich meine ganzen Aufgaben synchronisieren kann. So, Outlook wird installiert. Excel brauche ich. OneDrive. So, hier sind dann alle Apps und da kann ich auch aus der Liste wählen. Xbox ist ganz praktisch. Der Authenticator, den haben wir auch hier. Das zeige ich alles nachher noch her. Groove Music verwende ich ehrlich gesagt auch im Windows Phone nicht. MSN Wetter ist nicht gerade zuverlässig. Dynamics Switch to Windows Phone. Ja, unbedingt. So, was ist das? Staff Hub, okay. Verwende ich auch nicht. Gibt es wahrscheinlich auch gar nicht für Windows Phone. So, ich muss ehrlich sagen, dieser Launcher hier von Huawei ist mir zu sehr im iOS-Style. Okay, sogar das haben sie kopiert. So, der Arrow Launcher. Los geht's. Das ist sozusagen der Anfang der Microsoft Experience, kann man sagen, unter Android. So sieht das Ding aus. Die Icons kann man noch verändern. Hier gibt es noch ein paar Anleitungen, die ich nicht brauche. Und dann stellen wir uns den Launcher mal ein. Icons gibt es auch, Symbolpakete heißen die. Hier gibt es welche, die ihr verändern könnt. Wir können hier das von Arrow einstellen. Also zuallererst stellen wir uns den Microsoft Launcher, hier den Arrow Launcher, als Standard-Startbildschirm ein. Dafür müsst ihr erstmal in die Einstellungen, dann zu Apps, dann eben nicht hier auf den Arrow Launcher, sondern zu Einstellungen, dann auf Standard-App-Einstellungen, dann hier oben bei Übersicht wählt ihr den Arrow Launcher, ändern und ihr habt den Microsoft Launcher als Standard ausgewählt. Das ist ein bisschen anders als beim Stock Android sozusagen, aber daran kann man sich gewöhnen. Und jetzt ist der Arrow Launcher ein bisschen leer. Was ich machen kann, ist hier kann ich einerseits das Symbol-Layout ändern. Das mache ich mir vergleichsweise klein und ich mache mir auch hier mehr Raster, damit ich mehr Apps auf den Startbildschirm bekomme. So sieht das dann aus. Dann, so, Arrow-Einstellungen wieder. Gibt es hier auch einige Gesten, die wir festlegen können, dass man zum Beispiel hier beim Dock nach oben wischen kann, um einige Schnelleinstellungen aufzurufen. Das ist, ja, es passt eigentlich ziemlich gut zu diesem, naja, iPhone-Klon, dass man eben diese Funktion da hat. Also was ihr hier machen könnt, ihr geht hier bei allgemeine Einstellungen rein und könnt hier mehrere Konten hinzufügen, womit eben hier die eure Einstellungen synchronisiert werden, und das werde ich gleich mal machen mit dem Microsoft-Konto. So, was man noch machen kann, ist hier bei Konten auch ein Wunderlist-Konto hinzuzufügen. So, jetzt geht's. Perfekt. So, und wenn ich dann Wunderlist hier zum Arrow Launcher hinzugefügt habe, habe ich hier links meine Erinnerungen. Und wenn ich da oben rechts zu dem einzelnen Fenster gehe, dann bei an neue Seite anheften, also hier dieses Ding hier aktiviere, dann habe ich eine eigene Seite für meine Erinnerungen und kann hier auch irgendwas dazu schreiben, zum Beispiel Android Tastaturen testen, also falls ich das möchte, und habe dann auch das mit meiner Wunderlist eben synchronisiert, muss also zum Beispiel hier keine Wunderlist-App extra installieren, und ich finde, das ist echt ein tolles Feature vom Microsoft Arrow Launcher, und wenn Microsoft das irgendwann auch für Windows Phone übernehmen könnte, wäre das auch meiner Meinung nach ziemlich praktisch, wenn man schon so einen Dienst aufgekauft hat. So, der nächste Schritt zum Microsoft Phone. Das ist eigentlich die Einrichtung von Outlook, sodass ich meine Kontakte habe auf dem Android-Smartphone. Hier ist schon mein Outlook.com-Konto und ich werde hier noch eins. So, noch ein Konto. Die Tastatur muss ich mir unbedingt noch konfigurieren, weil dieses Vibrieren, das nervt halt echt. So, ja, passt. So, und so sieht das dann aus. Outlook habe ich hier und hier sind dann auch meine Kontakte, meine ganzen. Und
Die sollten dann auch in der Kontakte-App von Android auftauchen. An einem Konto anmelden. Hier, Outlook. So, hier können wir dann die Kontakte synchronisieren. Wir gehen hier bei dem Huawei P10 Plus jetzt einfach auf jetzt synchronisieren. Und dann sollten, ja, hier sind sie. Hier sind also alle meine Kontakte von Windows Phone direkt importiert. So, und es gibt noch eine Sache, welche die Microsoft Experience unter Android, beziehungsweise hier konkret auf dem Huawei P10, ja, komplett machen kann, und das ist Cortana. Die gibt es zwar nicht im deutschsprachigen Raum, aber was man machen kann, ist, man kann hier den Google Assistant auf jeden Fall, oder beziehungsweise Google Now auf jeden Fall durch Cortana ersetzen, zumindest teilweise. Da ihr Cortana nicht im Play Store bekommen könnt, müssen wir hier die Cortana-Datei manuell herunterladen und installieren. So. APK. Und ihr solltet eigentlich direkt die entsprechende Datei finden. Am zuverlässigsten ist ehrlich gesagt hier APK Mirror, wo ihr die meisten Anwendungen, solange sie kostenlos sind, auch ganz legal herunterladen könnt. So, nein, bitte nicht. So, hier habt ihr auch die aktuellsten Versionen. Müsst ihr halt schauen, dass ihr die neueste installiert. Die ist hier vom 29. März. Gehen wir hier einfach auf Download, auf den Button hier. Und hier auf Download APK gehen. So, Berechtigung aktualisieren. Ja. Und jetzt können wir die Datei herunterladen. Ihr müsst halt auch bei diesen Sachen, die ihr herunterladet, zumindest wo ihr das manuell macht, auch bei Android wie auch am Windows 10 Desktop-PC, immer aufpassen, dass ihr euch kein Virus einfangt, beziehungsweise dass ihr hier nicht irgendwelche Adware installiert. Das kann unter Android genauso gefährlich werden, wie es eben am Desktop von mit Windows der Fall ist. So, dann sollte die Installation gehen. Wir müssen aber vorher hier die Installation durch oder von unbekannten Quellen erlauben. Prinzipiell ist die ja einfach einzuholen und jetzt hier auf Installieren drücken. So, App wurde installiert, können wir jetzt direkt öffnen und ihr werdet schon sehen, dass die App nur in englischer Sprache verfügbar ist. Das heißt, ihr müsst auch Englisch mit Cortana reden, falls ihr wollt, dass sie euch versteht. Aber das haben auch die Windows Phone User zumindest am Anfang so gemacht. Aber vorher erstmal mit dem Microsoft-Account anmelden. So, mittlerweile hat sich SwiftKey auch meine E-Mail-Adresse gemerkt. Hello there. Please choose my color. Jo, mir ehrlich gesagt passt es am besten hier dieses Schwarz zum Huawei P10. Das nehme ich. Tap Screen to continue. Add Cortana to my Lock Screen. Okay. Lassen wir dann auch zu, dass Cortana hier am Sperrbildschirm sichtbar ist. Enable access to my calendar. So, und jetzt können wir hier mit Cortana kommunizieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe selber die neue, also das neue Design von Cortana noch gar nicht ausprobiert unter Android und muss sagen, das sieht richtig gut aus. Hier das Hamburger-Menü unten links, hier diese Cards, die ich habe. Also das ist genial. Also Cortana unter Android. Wenn jetzt hier auch noch die Wunderlist synchronisiert wäre, wäre das großartig. Aber da werden wenigstens zwischen Windows 10 die Erinnerungen synchronisiert. Das ist praktisch. Hier haben wir neue Events, Enable und Lockscreen, ich glaube, das haben wir schon. Und ja, mehr Microsoft geht eigentlich hier gar nicht. Ich schaue mal noch in die Einstellungen von Cortana, ob da noch was möglich ist. So, Join Beta Program, Settings. So, hey Cortana, das können wir einrichten. Hey Cortana, okay. Jedenfalls geht Hey Cortana nur, wenn die App aktiviert ist, Sync Notifications. So, das ist cool. Das ist auch sehr, sehr cool. So. Jetzt kann Cortana
die Benachrichtigungen gewisser Apps auf den PC synchronisieren. Das heißt, Facebook kann ich aktivieren. Ich würde hier auch Outlook, na, Outlook brauche ich am PC eigentlich eh nicht, weil das habe ich genauso eingerichtet. Schauen wir mal. Was ist noch interessant von Benachrichtigungen? Instagram kann ich aber eigentlich auch am PC haben. Und generell jene Dinge, die ich eher am Smartphone habe als am PC, da kann ich einrichten, dass Cortana, wenn ich jetzt hier auf dem Huawei PC eine Benachrichtigung bekomme, dann wird die unter Windows 10 unten rechts eben, beziehungsweise hier im Infocenter dann angezeigt. Das kennt ihr alle, das ist unter Windows 10 ja neu hinzugekommen und das ist auch ziemlich praktisch. Eingegangene Nachrichten können wir direkt beantworten, auch vom PC. Das ist auch ziemlich praktisch jetzt hier unter Android, dass es möglich ist. Und das bekommt ihr auch nur, wenn ihr Cortana installiert. Derzeit, ihr seht es hier eh selber, geht es nur in den USA, auch in Großbritannien, Australien und in Japan, glaube ich. In anderen Sprachen, beziehungsweise China, ich bin mir nicht ganz sicher, in anderen Sprachen ist Cortana unter Android einfach nicht verfügbar. Hier können wir auch nach Updates suchen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sehr viele Nutzer das ja außerhalb von der Store bzw. Play Store Region verwenden, wo es eben erhältlich ist. Aber das ist so ziemlich die Microsoft Experience unter Android, die man sich am besten hier einrichten kann. Grundsätzlich müsst ihr das jetzt so gut wie bei allen Microsoft-Apps machen, von OneDrive bis hin zu Office. Rein von den Microsoft-Apps gefällt mir das ganz gut, was Microsoft da unter Android zu bieten hat. Ist auch echt viel. Beispielsweise, dass jetzt bei der Einrichtung von Outlook sofort hier mein Konto erkannt wurde. Also das heißt, die ganzen Einstellungen vom Server, das geht unter Windows Phone nicht. Das heißt, dort muss ich es immer wieder von Hand eingeben, jedes Mal, wenn ich ein neues Smartphone habe. Das ist dann doch ziemlich viel Arbeit. Und ich werde jetzt diese Microsoft Experience hier auf dem Huawei P10 sehr ausführlich testen. Was ich hier zum Smartphone sagen kann, dafür dürften hier auch einige hergekommen sein. Es ist super hochwertig verarbeitet, sieht aus wie ein iPhone, ganz ehrlich. Und ich mag das iPhone-Design, ich finde es auch echt schön. Aber das muss meiner Meinung nach echt nicht sein, dass man hier den Konkurrenten so, naja, wirklich ziemlich kopiert. Was mir mehr gefällt, ist, dass hier auch keine Auswölbung von der Kamera vorhanden ist. Den Blitz hat man nett positioniert und ja, allzu viel ist nicht hinten. Also hier ist das Huawei-Logo recht dezent. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das in der Kamera sieht. Das Display ist schön, ist ein gutes Display. Der Fingerprint-Scanner, das, ja, der funktioniert perfekt. Der geht hier, ohne dass man. Das ist hier schneller mit als Blinzeln, wie man hier erkannt wird. Und es ist schon ein ziemlich geniales Smartphone. Und schauen wir mal, was die Kamera hergibt. Die Verarbeitung, das Äußere, das Design, das ist jetzt wirklich großartig. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon ziemlich darauf, das hier zu verwenden. So, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.